Die Bauarbeiten am Rohbau des neuen Landratsamts in Reutlingen schreiten voran. Etwa ein Jahr und drei Monate nach dem Baggerbiss ragt entlang der Stuttgarter Straße mittlerweile das erste Untergeschoss aus dem Boden auf. An der Ecke Stuttgarter Straße-Karlstraße ist dieses bereits fertig. Außerdem sind die Leitungen für die Anlage bereits durch den Rohbau geführt, abgepresst und befüllt. Ein anschließender Test habe ergeben, dass alles dicht ist und funktioniert. Mit derzeit 100 Mitarbeitern sei aktuell die maximale Mannstärke erreicht.